Heute geht es um die besten Filme 2015, das heißt die Filme, die zwischen dem 1. Januar und 31. Dezember 2015 in den deutschen Kinos gestartet sind, von mir in einem Ranking verpackt, wo ich sagen würde, wow, die waren richtig gut. Und 2015 war ich ungefähr 250 Mal im Kino, also es gibt eine ganze Reihe von Filmen, über die man sprechen konnte. Und ich habe 25 rausgesucht, von denen ich mich nicht trennen mochte, sie in eine Liste gepackt, damit der ein oder andere hier eine Empfehlung findet und sagt, wow, von dem Film habe ich noch nie gehört, sollte ich mir vielleicht mal anschauen, weil das meiste davon ist natürlich schon auf Blu-ray und DVD raus und die genaue Liste findet ihr auch nochmal in der Infobox unterhalb dieses Videos in umgekehrter Reihenfolge, sodass ihr euch nicht zunächst selbst spoilert, wenn ihr sie aufklappt. Aber wie immer bei einem solchen Ranking kurz die Filme, die ebenfalls gut waren, aber es nicht hineingeschafft haben. Nicht dabei sind James Bond, 007, Spectre, Ich, Earl und das Mädchen, die Heiligen Drei Könige. Er ist wieder da, Minions, Everest, Ant-Man, Fuck You Goethe 2, Mission Impossible 5, Fast and Furious, 7, Ex Machina, Victoria, American Sniper, Baymax, Herz aus Stahl, Carol, Schaun das Schaf, Taxi Teheran und für immer Adeline. Und da wird schon der ein oder andere sagen, oh mein Gott, was soll denn jetzt noch für 25 Filme kommen? Warum ist James Bond meinetwegen nicht drin? Es ist wie immer auch eine sehr subjektive Sache, eine solche Liste anzufertigen. Auf Platz 25 die Verfilmung von John Greens Buch Margos Spuren. Paper Towns im Original, die Geschichte eines Jungen, der als Kind sich schon verliebt in eine Nachbarin, die neu einzieht und die heißt eben Margot. Schon als Kind haben sie gemeinsam ganz besondere Erfahrungen gemacht, als sie zusammen die Leiche eines Mannes entdecken, haben sie dieses Geheimnis für immer zusammen und als eines Tages Margot nachts bei ihm auftaucht und die Liebe konnte er ihr nie wirklich gestehen, aber sie ein großes Geheimnis, eine ganz besondere Nacht miteinander verleben und sie am nächsten Tag weg ist, will er sie unbedingt wiederfinden und das mit Hilfe von Margots Spuren, die Spuren hinterlassen hat auf dem Weg, wo sie dann am Ende sein sollte. Das Ganze ist so ein schön herzzerreißender Film geworden über Liebe, über Freundschaft, der auch so ein bisschen an das Schicksal ist, dieser Verräter erinnert von der Art und Weise ebenfalls ein John Green Buch. Also hier definitiv eine Empfehlung auf Platz 25, Margos Spuren. Auf Platz 24, Codename Uncle. Ja, ich weiß, es gab eine ganze Menge Agentenfilme dieses Jahr. Wir hatten sowas wie Kingsman, wir hatten Mission Impossible 5, wir hatten American Ultra, wir hatten Transporter Refueled, wir hatten eben auch Codename Uncle unter anderem, genauso wie Bridge of Spies. Und Codename Uncle hat mir richtig gut gefallen. Der Guy Ritchie-Film mit Armie Hammer in der Hauptrolle, mit Henry Cavill, den kennen ja viele als Superman, beziehungsweise Superman trifft hier mit quasi auf den Lone Ranger. Und diese beiden als KGB-Agent und als CIA-Agent, die im Kalten Krieg miteinander arbeiten müssen, um ein großes, böses Übel gegen, zu verhindern und damit die Welt auch ein Stück weit zu retten, aber sich beide überhaupt nicht leiden können. Das ist ein richtig stilistisch fein inszenierter Film, bei dem manchmal im Hintergrund in den Sequenzen so viel Krasses passiert und so viel teuer aufwendig ist, dass Codename Uncle ein ganz feines Gespür dafür hatte, wie man Witz verpackt und gleichzeitig gute Action und dabei tolle Details eben der Kalten Kriegszeit, was die Settings angeht, was die Bildgestaltung angeht, verpacken konnte. Hat mir richtig gut gefallen. Und das Ganze wirkte am Ende wie ein Auftakt zu weiteren Filmen. Ich bin gespannt, ob das noch weitergeht. Codename Uncle, mein Platz 24. Auf Platz 23, Im Herzen der See, jetzt im Dezember gestartet, der neue Ron Howard-Film. Ebenfalls mit Chris Hemsworth in der Hauptrolle. Der war ja schon bei Rush, haben die beiden ja zusammengearbeitet. Und hier die Geschichte eben der Essex, dem Boot, das auf Moby Dick einst traf. Den großen, weißen, aggressiven Wal. Und das ist die eine Geschichte davon. Das andere ist der Überlebenskampf der Crew nach diesem Angriff, ob sie überleben können. Und das Ganze ist so ein typisches Drama auf hoher See geworden und hat eine tolle Rahmenhandlung, die erzählt wird. Sieht sehr hart aus in manchen Momenten von der Inszenierung her. Und das wirklich Schöne daran ist auch, dass dieser Film tief geht, dass er sich die Zeit nimmt und dass Ron Howard das immer wieder schafft, Filme zu machen, die niemals schlecht sind. Im Herzen der See hat mir bei den Trailern, die so ein bisschen wirken, als würde es nur um diesen Kampf mit diesem Wal gehen, am Ende einen Film präsentiert, wo ich sagen muss, wow, der hat mir richtig gut gefallen. Auf Platz 23 für mich der besten Filme 2015. Auf Platz 22, Der kleine Tod, eine Komödie über Sex. Ja, klingt komisch. Ein ganz kleiner, feiner Film und eine Komödie über eine kleine Ortschaft, ich glaube in Neuseeland oder Australien, ich bin mir nicht ganz sicher, bei dem viele Menschen eben in diesem kleinen Ort zusammenleben und jeder, oder es gibt so ein paar, die haben so verschiedenste sexuelle Vorlieben. Der eine oder die eine findet es toll, wenn ihr Mann leidet, das findet sie vor allem bei einer gemeinsamen Beerdigung raus, die sie besuchen. Die nächste hat so Vergewaltigungsfantasien, der nächste wiederum mag tolle Rollenspiele und dann gibt es noch eine Dolmetscherin, die für Taubstumme oder für stumme Sextelefonate übersetzen muss per Zeichensprache und das klingt sehr verwirrend und die Trailer waren sehr witzig zu Der kleine Tod, eine Komödie über Sex. Am Ende ist es eine sehr schwarzhumorige Komödie geworden, die, obwohl sie sich die ganze Zeit mit Sex beschäftigt, nie zu sehr unter die Gürtellinie geht und trotzdem so einen ganz eigenen Stil hat, hat mir richtig gut gefallen. Ich habe mich halb tot gelacht bei dem Film, mein Platz 22. Auf Platz 21, Der Marsianer rettet Mark Watney, Matt Damon auf dem Mars gefangen, nachdem es zu einem Zwischenfall kam, der Rest seiner Crew abhauen musste, versucht er dort zu überleben, als er schafft, Lebenszeichen an die Erde zu senden, will man versuchen, diesen Astronauten wieder zurückzuholen, der gleichzeitig Botaniker ist. Das Problem ist, seine Vorräte reichen nur eine bestimmte Zeit und um ihn zurückzuholen, würde man viel, viel länger brauchen, also muss er sein botanisches
Wissen oder wer selbst sagt, er muss sich mit Wissenschaft aus der Scheiße ziehen, verwenden, um so lange wie es geht auf dem Mars zu überleben. Dabei ist ein Science-Fiction-Film entstanden, der auch eine ganze gehörige Portion Humor an den Tag legt und auch sehr hoffnungsvoll ist, was ja ungewöhnlich ist in diesem Genre, wenn man es versucht mit Filmen wie Gravity oder Interstellar zu vergleichen. Hat mir gut gefallen, eher so ein popcornhafter Sci-Fi-Weltallfilm. Mein Platz 21. Auf Platz 20 Wild Tales. Ja, auch so ein kleiner, feiner Film, den viele nicht auf dem Schirm haben, aber die Geschichte bzw. verschiedenste Geschichten nacheinander erzählt von verschiedensten Regisseuren, bei denen Leute immer wieder ausrasten. Es geht teilweise um Alltagssituationen bis hin zu einer Autokarambolage oder einer Hochzeit, bei der irgendwas schief läuft, man erfährt irgendein Geheimnis und auf einmal wird alles, aber auch wirklich alles platt gemacht. Die Dialoge sind absolut heftig, die Szenen teilweise sehr, sehr blutig und so abgrundtief man die menschliche Seele irgendwie nur verfilmen konnte, man hat das in Wild Tales getan. Eine sehr, sehr düstere Komödie, hat mir Freude gemacht. Wild Tales, Platz 20. Auf Platz 19 kam Whitey Bugler und die wahre Geschichte von ihm, verfilmt mit Johnny Depp als Gangster in Boston daher in Black Mass. Ich liebe ja so Mafia-Gangster-Filme und Johnny Depp, sind wir ehrlich, ist so ein Film, der so ein Schauspieler, der hat mit Mordecai einen Film wie Lone Ranger nicht unbedingt so richtig geile Filme in den letzten Jahren abgeliefert, aber dann kam er mit Black Mass daher und der ist absolut gruselig. Allein dieser Blick mit diesen eisblauen Augenkontaktlinsen sind wirklich ja, heftig anzuschauen und im Cast noch Leute dabei wie Joel Edgerton, wie Benedict Cumberbatch und die wahre Geschichte von Whitey Bugler, einem Gangster, der es ganz nach oben geschafft hat in Boston und der vor allem auch nach und nach die moralischen Grenzen fallen lässt, um mal selbst eine ganze Menge Kohle zu machen, und das ist eine wahre Geschichte. Und Black Mass ist immer so ein bisschen skurril, langsam inszeniert, hat geile Dialoge und wirkt so ein bisschen wie so ein alter, klassischer Gangsterfilm, und deswegen mochte ich den sehr, weil die gibt es heutzutage sehr selten. Black Mass, mein Platz 19. Auf Platz 18, Crimson Peak, der Film von Guillermo del Toro mit Mia Wasikowska, mit Tom Hiddleston, mit Jessica Chastain, die Geschichte einer Frau, die sich in einen Mann verschaut und nachher in ihr auf sein Anwesen mit hinzieht in Crimson Peak, ein Ort, den man nicht heimsuchen sollte, ein Haus, mit dem irgendetwas nicht stimmt, alles wirkt sehr schaurig und gruselig, und der Film hat, und wer Guillermo del Toro kennt, der hat ja Filme wie Pan's Labyrinth gemacht oder Hellboy oder auch meinetwegen Smaug, den Drachen kreiert in den Hobbit-Filmen, der kann auf jeden Fall, was die Optik angeht, in Filmen immer richtig gut abliefern, tut er in Crimson Peak und schafft es, eine so morbide Schönheit zu inszenieren, dass man sagen muss, dieser Film ist krass und krank und blutig und heftig und auch so impulsiv, dass man viele Dinge nicht kommen sieht und auch ein bisschen gruselig und stark gespielt. Crimson Peak war auf jeden Fall eine Überraschung und nicht nur für Cineasten gedacht und hat so eine ganz eigene Art und Weise, ein Bilder vor der Kamera zu kreieren, die einem nicht so richtig aus dem Kopf gehen wollen. Crimson Peak, richtig gut, mein Platz 18. Auf Platz 17, The Voices, Ryan Reynolds. Was freue ich mich, ihn 2016 als Deadpool zu sehen in einem Film, in dem er in einer Badewannenfabrik arbeitet, immer in seinem rosa Overall. Da sieht er sehr, sehr merkwürdig drin aus, aber gleichzeitig ist er so krank. So ein bisschen schizophren und muss die ganze Zeit Tabletten nehmen, und als er irgendwann beschließt, die abzusetzen, fängt er an, mit seinem Hund und seiner Katze zu reden, und die antworten ihm auch die ganze Zeit, er würde gerne eine Frau kennenlernen. Als es dann zu dem einen oder anderen Zwischenfall kommt und Leute sterben und er mit Leichnamen weiterredet, ist alles sehr skurril, ebenfalls eine Komödie, bei der einem fast das Lachen im Halse stecken bleiben kann, und Ryan Reynolds zeigt hier, was der kann. The Voices, mein Platz 17. Auf Platz 16 dann The Walk. Philippe Petit, gespielt von, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, das kriege ich gleich noch hin, aber im neuen Robert Zemeckis Film, die Geschichte eines Mannes, die tatsächlich passiert ist, ein Mann, der versucht hat, in den 70er Jahren vom World Trade Center Turm 1 zum World Trade Center Turm 2 zu laufen, kurz bevor diese fertiggestellt worden sind, und eine wahre Geschichte darüber, wie er diesen riesen Coup plant und wie er die ganze Zeit versucht, Leute zu finden, die ihm dabei helfen, auf dieses Dach zu kommen und über dieses Seil zu balancieren. Dabei wird die Geschichte erzählt, auch wie er als Kind schon anfing, sich langsam für den Zirkus zu interessieren, und man fragt sich die ganze Zeit, kann ein Film interessant sein, wo ein Mann versucht, von einem Dach zum anderen zu laufen? Aber es ist die charmante Art, mit der das Ganze inszeniert wurde, fast so eine Art Heist-Movie, weil es wie so eine Art Coup ist, den man versucht zu planen, und The Walk hat mir richtig Freude gemacht. Im Kino funktionierte der aufgrund des 3Ds auch, wenn man nur so 400 Meter hoch war auf diesen Gebäuden, richtig gut, wenn man diese Abgründe sehen konnte, und deswegen hat es mir richtig große Freude gemacht, Joseph Gordon-Levitt übrigens der Hauptdarsteller, The Walk anzuschauen, mein Platz 16. Auf Platz 15, auch bei den Oscars gut dabei gewesen, The Imitation Game, Benedict Cumberbatch mit Keira Knightley, die wahre Geschichte des Mannes, der im Grunde den Computer erfunden hat. Apple-Erfinder Steve Jobs hat damals auch den angebissenen Apfel gewählt für die Marke eben von Apple. Warum, möchte ich an der Stelle nicht verraten, weil es vielleicht auch ein bisschen zu viel spoilert, und eben die Geschichte des Mannes, der eine Maschine entwickelt hat, um im Zweiten Weltkrieg den Code der Nazis zu entschlüsseln, um die Enigma-Maschinen so weit zu entschlüsseln, um herauszufinden, was die ganze Zeit für Geheimbotschaften miteinander gesendet worden sind, um herauszufinden, was wären die nächsten Angriffsziele und langfristig damit den Zweiten Weltkrieg vorzeitig beenden zu können. Dass man dafür Opfer bringen musste, ist klar, und es ist die wahre Geschichte dieses Mannes in The Imitation Game, und der Benedict Cumberbatch mag, sollte sich den Film unbedingt ansehen, der ist ganz groß
große Klasse, mein Platz 15. Auf Platz 14, er war der erfolgreichste Kinostart aller Zeiten, bis dann im Star Wars 7 kam Jurassic World. Davon rede ich. Ich bin ein Riesenfan von diesen Dinosaurierfilmen und als Kind habe ich Jurassic Park erst richtig Angst gehabt, weil ich zu klein war, als ich ihn das erste Mal angesehen habe. Und dann später habe ich diesen Film immer geliebt und wenn ich dieses da höre, dann musste ich bei Jurassic World in diesem Moment fast schon Tränen vergießen. Ich weiß, dass der Film im Grunde eine riesengroße Hommage an sich selbst. Es war toll, Dinosaurier wiederzusehen, 20 Jahre oder 22 Jahre, nachdem der Jurassic Park endlich offen ist und nun Jurassic World ist mit Chris Pratt in der Hauptrolle, ein absolut toller und interessanter Hauptcharakter ist, weil er irgendwie immer so eine Boy-Next-Door-Mentalität hat, dass man denkt, irgendwie cooler Typ, mit dem würde ich gerne mal rumhängen. Und der versucht, Raptoren zu trainieren, als der Jurassic World aufgemacht wird, kommt es aber gleichzeitig mit einer Züchtung von einem Dinosaurier zu Problemen, zu einem Ausbruch. Und dann ist klar, dass viele Menschen auf Dinosaurier treffen, die gerne Menschen fressen würden. Das Ganze eben im Grunde auch so ein bisschen die Geschichte des ersten Teils auf ein technisches Level von 2015 gehoben. Jurassic World hat mir Freude gemacht, mein Platz 14 auf Platz 3. Bridge of Spies. Tom Hanks in der Hauptrolle von Steven Spielberg inszeniert noch gar nicht lange in den Kinos die wahre Geschichte eines Mannes, der während des Kalten Krieges einen sowjetischen Geheimagenten vertreten muss bei einem Gerichtsprozess in den USA. Darunter leidet unter anderem seine Reputation, aber das macht er so gut, dass die Leute sagen, wenn mal der Fall eintreten sollte, dass ein US-amerikanischer Geheimagent gefangen genommen wird, es zu einem Austausch kommt, muss das jemand verhandeln, der das nicht offiziell im Namen der Regierungen tun kann. Und deswegen ist dieser Mann eventuell genau der Richtige. Ein großer Teil des Schauplatzes ist mittendrin in Berlin von Bridge of Spies. Und es ist ein Film geworden, wo man sich fragt, Agentenaustausch, könnte das nicht so ein bisschen eine trockene Thematik sein? Ja, im Grunde schon. Aber es ist so spannend erzählt worden, auch wieder mit so einem tollen Look der 50er, 60er Jahre, dass ich sagen muss, das hat mir wieder richtig gut gefallen, Bridge of Spies, Platz 13. Und sind wir ganz ehrlich, Steven Spielberg-Filme, die haben doch immer ein gewisses Mindestniveau. Und das hat er hier wieder bewiesen. Dann auf Platz 12, nicht in den deutschen Kinos gelaufen, aber in den US-amerikanischen und auf Netflix dann gestartet. Dieses Jahr möchte ich hier erwähnen, weil er richtig gut ist, Beasts of No Nation. Die Geschichte eines Jungen, der in einem Konflikt in Afrika zwischen Rebellen und Regierungstruppen mitten hineingerät. Seine Familie wird dabei ermordet. Er flüchtet und landet eben in den Händen von Rebellen. Und da spielt Idris Elba den Anführer dieser Rebellengruppe. Und es geht um die Art und Weise, wie man ein kleines Kind, das eigentlich nur Träume hat, einfache Ziele hat, missbrauchen kann, um es in den Krieg hineinzuzwingen. Es zwingen kann, andere Menschen zu töten, zu misshandeln, Drogen zu konsumieren, eine Waffe in die Hand zu nehmen, selbst abzudrücken. Da erinnert so an ähnliche Filme wie Blood Diamond oder Hotel Rwanda oder Der letzte König von Schottland. Wer solche Filme mag, sollte sich Beasts of No Nation anschauen. Heftig anzusehen, da möchte ich an der Stelle hier warten, aber für mich ein ganz großer Film dieses Jahr auf Platz 12. Auf Platz 11 die Tribute von Panem, Mockingjay Teil 2. Das Finale der Tribute von Panem Reihe, Jennifer Lawrence in der Hauptrolle, ein großartiger Cast mit Leuten wie Woody Harrison, wie Liam Hemsworth, wie, wir kennen sie alle, Donald Sutherland. Und alle Fans der Reihe müssen ganz ehrlich, glaube ich, sagen, dass man zufrieden sein kann, wie dieses Franchise zu Ende gegangen ist. Ich habe es gefeiert, ich mochte es, dass der erste Teil des Films viel mit Propaganda gespielt hat und wenig Action hinterlassen hat. Und dann wurde der Film im zweiten Teil extrem actionreich. Und am Ende ist es so ein Film geworden, wo ich sagen muss, ja, da hat sich das ganze Franchise immer ein Stück für Stück nach vorne entwickelt, ist immer größer geworden. Was die Handlung angeht, wirkt so ein bisschen wie eine Blaupause für andere Filmreihen wie die Bestimmungsfilme oder Maze Runner, die aber nicht daran heranreichen. Mir hat die Tribute von Panem Mockingjay Teil 2 richtig gut gefallen, mein Platz 11. Auf Platz 10. Alles steht Kopf, Inside Out, der Pixar-Film 2015, neben Der gute Dinosaurier, der für die ganze Familie gedacht war. Für jung, für alt, die Geschichte von Riley, einem Mädchen, das mit ihren Eltern geraten in eine neue Stadt zieht. Und damit ist sie so ein bisschen überfordert, sie ist so ein bisschen vor der Pubertät. Und das Problem ist, an der neuen Schule die Neue zu sein, der Vater hat einen Job, viel zu tun, alles ist so ein bisschen anstrengend und sie ist nicht wirklich glücklich. Und da fragt man sich, wie funktioniert Glück und Nichtglück im Kopf? Denn das ist Inside Out, und zwar werden anhand von 5 Emotionen wie Ekel, wie Wut, wie Freude gezeigt, wie diese kleinen Männchen und Wesen und Frauchens im Kopf funktionieren, wie sie miteinander kommunizieren, wie unser Gehirn aufgebaut ist, wie funktionieren Erinnerungen, wo sind unsere Spaß und Freude und Erinnerungszentren, wie funktionieren Erinnerungen und eine große Reise, in der im Kopf irgendwas schiefläuft und man versuchen muss, diese kleinen Wesen wieder zu dem Ursprungsort zu bringen und vor allem Riley damit glücklich zu machen. Das ist für eine Wahnsinnsidee, eine Geschichte im Kopf eines Menschen zu erzählen oder auch im Kopf verschiedenster Menschen, und das hat Pixar einmal wieder mehr ganz liebevoll geschafft. Alles steht Kopf, mein Platz 10. Auf Platz 9 Avengers 2, Age of Ultron. Ach, ich liebe nur mal Superheldenfilme, mache ich nie einen Hehl drum. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Avengers 2, Age of Ultron, hier aus dem Marvel Cinematic Universe, hat nicht nur eine ordentliche Fortsetzung des ersten Teils gebracht von den Avengers, sondern auch die Nebengeschichten der verschiedenen einzelnen Filme so miteinander verwoben, dass man sagen muss, dass es hier auf der einen Seite natürlich der Grundkonflikt war, dass es die Avengers gibt und es gibt wieder etwas Böses, das man bekämpfen muss. Aber vor allem hat der Film sich ungefähr eine halbe oder fast eine Stunde Zeit genommen, Nebenhandlungen mit Flashbacks zu erzählen, einzelne Handlungsstränge, zum Beispiel von Black Widow oder
oder Hawkeye aufzugreifen, die jetzt vielleicht nicht so die Superhelden sind, wo die ganze Zeit das Publikum sagt, ja, das sind meine Top-Superhelden, aber trotzdem hier deren Geschichte zu erzählen. Und da hat man einen Schritt gewagt in eine doch niveauvolle Richtung, wo ich sagen muss, gepaart mit den Actionsequenzen von typischen Superheldenfilmen, dass ich sagen muss, Age of Ultron, hat mir große Freude gemacht und zeigt im Abspann auch ganz klar, wo die Reise hingeht. Und als ich den Captain America 3 Trailer gesehen habe, habe ich wieder Gänsehaut pur gehabt. 2016 wird auf jeden Fall interessant. Avengers 2 hat ordentlich abgeliefert. Mein Platz 9. Auf Platz 8 Whiplash. Auch bei den Oscars mit dabei gewesen. J.K. Simmons hat den Oscar als bester Hauptdarsteller bekommen. Miles Teller hat gezeigt, was für ein krasser Schauspieler es ist. Und die Geschichte eines Jungen, der im Grunde davon träumt, Jazz zu spielen, einer der wichtigsten Jazzgruppen, in denen man sein kann, in New York. Aber die wird angeführt von einem Lehrer, der einfach ganz genau weiß, was er will. Und das ist nichts weniger als Perfektion, der auch bereit ist, Schüler dafür tatsächlich zu misshandeln. Das ist die Geschichte zwischen einer Schüler-Lehrer-Beziehung, die auf einem ganz psychologisch hohen Kampflevel und Kampfniveau stattfindet, gespickt mit toller Jazzmusik. Und Whiplash hat mich im Kino zurückgelassen mit wow, das war jetzt echt krass anzusehen. Hatte ich so auch nicht unbedingt auf dem Plan, auf dem Level Whiplash, mein Platz 8. Auf Platz 7 dann, Keanu Reeves ist wieder zurück gewesen mit John Wick. Was für ein Action-Thriller, ein Mann, der seine Frau verliert, ein Hund ist das letzte Abschiedsgeschenk von ihr und ein paar Leute machen sich einen Spaß daraus, sein Auto zu klauen und diesen Hund zu töten. Und das ist das Problem bei John Wick, der war Profikiller und der ist aus dem Business ausgestiegen, aus dem normalerweise niemand aussteigen kann, aber er ist so gut und so gefährlich, dass nicht mal die wichtigsten und größten Mafia-Bosse der Stadt versuchen wollen, ihn anzutasten. Und John Wick, schwört hier Rache. Und damit haben wir hier einen Film mit fast gefühlten 100 Headshots, die so geil inszeniert sind, dass die Action- und Kampfsequenzen in John Wick so ich lange nicht mehr von der Kamera gesehen habe. Und dabei gibt es immer noch sehr witzige Momente. Und Keanu Reeves, die für sein Alter immer noch top aussehen, der performt so stark. John Wick war der beste Action-Thriller seit langem für mich. Mein Platz 7. Auf Platz 6 Star Wars Episode 7. Ja, der eine oder andere wird sagen, wie kannst du ihn nicht auf Platz 1 packen? Andere werden sagen, was? Platz 6? Ich fand den überhaupt nicht toll. Nirgendwo scheinen sich die Geister so sehr daran wie an dem erfolgreichsten Kinostart aller Zeiten. Viele Star Wars Fans lieben dieses Gefühl, wieder zurück zu sein, freuen sich, dass dieser Film so viele Hommagen an seine alten Teile hat. Ich finde das auch, er ist technisch brillant, er ist schnell erzählt, er sieht authentisch aus, nicht so aufgeblasen digital wie die neuere Trilogie. Es sieht eher aus wie die alte, liegt auch an den Sets, mit vielen Puppen wurde gearbeitet, ein unglaublich teurer Film. Aber im Kern hat er auch ein paar Probleme aus meiner Sicht. Ich kann mich mit den Hauptdarstellern, vor allem voran Kylo Ren, nicht so richtig anfreunden. Ich finde auch, dass das Erzähltempo teilweise so hoch gehalten wird, dass es fast schon ein bisschen zu krass ist. Und vor allem, wenn der Film lustig sein will, und der ist lustiger als jeder andere Star Wars-Teil, dann führt es manchmal schon dazu, dass er wichtige und tiefe Momente damit ein bisschen zerbricht. Und erst vor allem dann hat er immer so Gänsehautmomente, wenn er eine Hommage an sich selbst ist oder an die eigene Reihe. Mir hat noch ein bisschen die eigene Innovation gefehlt. Wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Aber es gibt noch Luft nach oben aus meiner Sicht für das Star Wars Franchise, das weitergeführt wird. Und das ist ja keine schlechte Ausgangssituation für J.J. Abrams. Auf Platz 5 dann Steve Jobs, Michael Fassbender als Steve Jobs. Was für ein gut geschriebenes Drehbuch in diesem Danny Boyle-Film. Die Geschichte eben von Steve Jobs anhand von drei wichtigen Veröffentlichungen in seiner Karriere und Menschen, die er um diesen Zeitraum oder an diesen Präsentationsabenden immer wieder trifft, mit Jeff Daniels unter anderem oder Seth Rogen oder Kate Winslet noch in den Figuren ringsherum, ein starker Cast, und dann wird mit Rückblenden erzählt, wie dieser Mann funktioniert von den Tagen an, wo er angefangen hat, sein Geschäft aufzuziehen, wie er auch als Vater zu seinem Kind steht und vor allem aber auch, wie er ganz klar weiß, was für ein Geschäft er machen will, wie er Rache übt, wie er aber gleichzeitig auch einfach an einen Traum glaubt und nichts Geringeres will, als die Welt zu verändern. Damit entsteht ein Porträt über einen Mann, der nicht nur sympathisch ist, aber der auf jeden Fall vieles bewegt hat. Und es ist unglaublich gut geschriebenes Drehbuch mit einem starken Michael Fassbender, Steve Jobs, mein Platz 5. Auf Platz 4 ist Southpaw, Jake Gyllenhaal als Boxer, der gerade auf seinem Karriere hoch ist. Es kommt zu einem Zwischenfall. Er stürzt in eine tiefe Depression, muss sogar um sein Kind letztendlich fürchten, greift zu den Drogen, und als er eines Tages wieder auf einen Lehrer trifft, mit dem er vielleicht wieder nach oben kommen kann, um sich zurückzuholen, was ihm vom Leben noch geblieben ist, dann ist es diese typische Underdog-Story. Und Jake Gyllenhaal, der unglaublich blutet in diesem Film und leidet, und er ist eine endlose Abwärtsspirale, dieser Film, sodass man sich die ganze Zeit fragt, wann wird es denn endlich mal ein bisschen Licht am Ende des Tunnels oder wenigstens Hoffnung geben. Das ist Southpaw, ein Boxerfilm. Wer Filme wie Warrior beispielsweise mag, sollte sich den ansehen, hat mir richtig gut gefallen, mein Platz 4. Aber klar, wir sind jetzt schon in dem Ranking-Bereich, da gibt es nur noch starke Filme, die gab es ab Platz 25 nur. Und deswegen hoffe ich, dass der ein oder andere einen Film findet und sagt, oh, das finde ich jetzt interessant. So, Platz 3, Straight Outta Compton. Ja, viele stören sich ein bisschen an der Geschichte rund um Dr. Dre und wie fair das authentisch ist, aber Straight Outta Compton, ich muss ganz ehrlich sagen, bin noch zu jung, um mit dieser Zeit richtig aufgewachsen zu sein, hat für mich eine Geschichte erzählt von der NWA, von der Niggas with Attitude, der Gruppe, die in Compton, Los Angeles aufwachsen, die Straßenmusik, Rap machen wollen zu einer Zeit, wo niemand das hören will, wo man nicht glaubt, dass es kommerziell erfolgreich sein könnte, wo aber auch vor allem, wenn man dann erfolgreich wird, es auf dem Index kommt, Regierungsgruppen was dagegen haben,
haben. Es geht eigentlich nur um Männer, die ihren Traum leben wollen und mit Hilfe von Kunst als Waffe formulieren wollen, was ihnen am Leben nicht passt. In Straight Outta Compton ist dabei ein Film entstanden, der unglaublich rasch erzählt ist, dafür, dass er 2 Stunden geht, in denen einstige Freunde anfangen, sich zu betrügen, in denen einstige Betrüger anfangen, sich miteinander zu befreunden und in der die Musik die ganze Zeit so cool ist, dass man im Kino mitwirbt und sich irgendwie so ein bisschen wie ein Gangster fühlt. Aber vor allem geiler Sound, geile Geschichte, schnell erzählt. Straight Outta Compton fand ich super, mein Platz 3. Auf Platz 2 Mad Max Fury Road. Tom Hardy als Mad Max, Charlize Theron mit dabei, Nicholas Holt und die Geschichte eines Mannes, der gerade gefangen ist, während ein Warlord über seine Region herrscht und Frauen als Sklaven benutzt, um sich fortzupflanzen. Als dann aber ein paar von denen fliehen und Mad Max oder Max selbst auch noch auf diese trifft und sie dann irgendwie gezwungenermaßen beschützen muss, ist dieser Film eine rasante, endlose, heftige Action-Szene, die nie aufhören will. Mad Max ist von der ersten bis zur letzten Sekunde mit Adrenalin vollgepumpt, sodass entweder die Leute rausgekommen sind und sagen, wow, was für ein krasser Film, oder einige wenige, die sich überhaupt nicht damit abfreunden und anfreunden konnten, sagen würden, was ist denn das für ein Film, mir fehlt mir irgendwie der Tiefgang oder so. Ich gehöre zur ersteren. Mad Max hat mich durch die Decke gedrückt, was mein Adrenalinspiegel angeht. Ich fand den so geil, was die Musik angeht, was die Farben angeht, die Bilder, diese handgemachte, geile Action und so skurril und fast schon pervers in manchen Sequenzen. Und jeder kennt den Gitarristen, wer den Film gesehen hat und weiß, was ich meine. Mad Max hat mich staunend zurückgelassen. Mein Platz 2 der besten Filme 2015. Und final, der eine oder andere wird sich gedacht haben, Birdman. Ist der Film, den Oscar bekommen hat für den besten Film 2015. Michael Keaton in der Hauptrolle, die Geschichte eines Mannes, der mal berühmt war als Birdman, als Schauspieler. Inzwischen arbeitet er als Regisseur am Theater, am Broadway. Einer seiner Hauptdarsteller fällt aus. Er muss ersetzt werden durch einen Mann, gespielt von Edward Norton. Und das ist ein ganz, ganz nicht so einfach umgänglicher Schauspieler. Und dann ist dieser Film, der die ganze Zeit so aussieht, als wäre er in einem One-Take gedreht worden. Die Geschichte eines Mannes, der über seine Vergangenheit philosophiert. Die Frage ist, sollte man die Karriere bleiben lassen oder soll man es nochmal wirklich versuchen und versuchen, richtig auf die Kacke zu hauen? Und dann aber auch gleichzeitig ein Vater, der Probleme mit seiner Tochter hat, gespielt von Emma Stone, ein im Cast brillant besetzter Film, ein durch die Kamera genial inszenierter Film, ein so stark geschriebener Film, dass man sagen muss, er ist vielleicht nicht unbedingt das Standardbeispiel für einen Mainstream-Streifen und aber auch nicht nur für Cineasten gedacht. Es ist ein Film geworden, der lässt mich einfach als Beispielexemplar dafür, wie ein Drehbuch sein kann, zurück. Und Birdman hat mich nachhaltig beeindruckt. Ich habe ihn, glaube ich, 3 Monate vor Kinostart damals gesehen. Damals schon gesagt, als es keine Reviews irgendwie weltweit gab. Für mich ist es ein absoluter Oscar-Kandidat und Film. Es hat sich am Ende so bewahrheitet und auch jetzt ein Jahr später, muss ich sagen, der ist mir immer noch so markant im Kopf geblieben. Birdman, mein Platz 1 der besten Filme 2015. Und damit sind wir durch mit diesem ja, fast 23 Minuten langen Ranking. Ich hoffe, der ein oder andere Film war dabei, den ihr toll findet. Und welcher war euer Film des Jahres? Lasst mich in die Kommentare wissen und lasst gerne einen Daumen da, wenn ihr dieses Video mochtet. Lasst es bleiben, wenn nicht. Ansonsten, das wisst ihr, gibt es hier noch ein paar Links um mich rum und morgen um 15 Uhr natürlich spätestens ein neues Video. Und bis dahin hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3 Uhr.